Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich im Urlaub. Sie sehen sie vor so einem großen, riesengroßen Pott, der irgendwann mal Segel hatte, zusammen mit Henry Brinker, der keine Segel hat. Henry Brinker, muss ich mal kurz vorausschicken, war mal mein Chef gewesen. Hinter dem großen Segelschiff, da sehen Sie um die Ecke so einen kleinen Grün. Das ist diese berühmte Sea Eye, mit dem Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Warum sind die hier? Ist das hier mehr so ein Museumshafen oder ist es hier billiger zu liegen als in Hamburg drin? Also Harburg ist ja auch eine ganz schön linksalternative Ecke hier. Und die fühlen sich hier einfach wohl. Die denken, hier gibt es die meisten Spenden. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber der liegt hier, weil er auch eine Liegeplatzerlaubnis hat. Da kommt es ja auch drauf an. Und das Ding sieht aus wie so ein Seelenverkäufer. Ich denke manchmal, also die Flüchtlinge, die damit gerettet werden, ob die wirklich so glücklich sind. Aber es ist ja in erster Linie dazu da, zu beobachten, wo da was passiert. CI. Und dann das auch weiterzumelden und im Grunde genommen ein Auge drauf zu haben, wie die Vorgänge da sind. Okay. Also es ist immer wieder schön hier zu sein, weil auch eine Bewegung in der ganzen Sache drin ist. Dann mit den Kränen und dann da im Hafenbecken landet immer so ein Kormoran, der mich da mit großen Augen anschaut. Übrigens, Kriegebild, du bist ja bald in Pension. Ich habe eine astreine Idee für dich, ja. Stadt Altersheim. Da gibt es wunderbare, schöne Eigentumswohnungen zu kaufen. Eigentumswohnung. Und zwar, Auto hast du ja nicht, aber eine Garage kannst du da trotzdem haben. Und zwar eine Wassergarage. Eine Wassergarage, echt? Alle, die dort eine Wohnung haben, können mit dem Boot in ihre Wassergarage fahren. Ja. Und vom Boot aus ins Schlafzimmer steigen. Freut sich deine Frau. Ich glaube, du hast diese Freude. Da drüben übrigens, wo er gerade gesprochen hat, da war früher diese alte Harburg gelegen. Und die diente wirklich dazu, die Elbe zu sperren und irgendwelchen Leuten, die Elbe aufwärts fahren wollten, nach Niedersachsen hinein, erstmal so ein bisschen Geld abzuknöpfen. Ja, die Hammerburg hier, das war im Grunde genommen der Ursprung der alten Stadt Harburg. Und aus dem 13. Jahrhundert stammen die ältesten Siedlungsspuren der Region. Und da dieses zartgrüne Haus, was man da hinten so sieht, was irgendwie aussieht wie ein Asylantenheim, das ist der letzte Rest des Harburger Schlosses und ist inzwischen auch integriert in die Bebauung der Insel, aber da haben wir die letzten Spuren und leider ist ein Renaissanceflügel, der letzte bestehende Renaissanceflügel des Harburger Schlosses 1960 abgerissen worden. Also man muss nicht glauben, dass die Banausen alle nur in der DDR waren und sonst wo. Nein, auch hier wurde 1960 wirklich Architekturfrevel und Denkmalsfrevel begangen. Heute tut es ihnen leid und deshalb restauriert sie jetzt die Keller. Das Gegenbeispiel an. Das Gegenbeispiel. Das Gegenbeispiel. Ich fühle mich in so einer Umgebung, wenn man Kultur macht. Eigentlich, das Modewort der Psychiatrie für solche Fälle ist bipolar. Also ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Vielleicht merke ich gar nicht, dass mir eigentlich unwohl ist, aber was ich sagen kann, ich fühle mich wohl. Weil wir leben hier die Jahrhunderte im Zusammenhang und wir leben hier die Jahrhunderte, wie sie sich stapeln als Architektur, als Erinnerung, als geschichtliche Aufzeichnung. Und dazu gehört das 21. Jahrhundert, wie wir dort hinten in dem goldenen Gebäude, das heißt übrigens Goldfisch, das Gebäude sehen, gehört genauso dazu wie unser Speicher, der älteste Speicher Hamburgs oder die alte Bebauung aus dem 16. Jahrhundert oder der Keller des alten Harburger Schlosses aus dem 13. Jahrhundert. Und diese Zeugnisse alle zusammen, die machen den Reiz dieses Harburg, dieses Hafens aus. Und das unterscheidet ihn auch von vielen anderen Gentrifizierungs- und Siedlungsprojekten in Metropolen, in Hamburg, wie die Hafencity zum Beispiel, wo es doch sehr kalt und sehr unwirtlich zugeht. Und hier hat man doch immer noch so einen Schuss Heimeligkeit und einen Schuss Weltraum. Ja, aber weißt du, was das Tolle dabei ist? Wenn der schmutzig wird, der Goldfisch schaut da runtergeranzt aus, ja. Während bei dir die Zeit Patina erzeugt. Verstehst? Ja, das stimmt, aber ich bin Angler und mir gefallen die Karpfen mit dem Moos auf dem Haupt eigentlich auch ganz gut. Und ich glaube, wenn der Goldfisch so ein bisschen Patina ansetzt, es tut ihm auch ganz gut. Ich mag gar nicht so dieses Geschliffene mit der Messingoberfläche, das ist energetisch sicher alles super, aber wenn es da ein bisschen runtertröpfelt und der seine Farbe verändert und sich etwas anpasst, tut ihm ganz gut. Okay. Und das Häuschen daneben, das war mit dem in Kooperation gestanden? Oder? Also das Weiße Haus,
Da habe ich unten mein Büro drin. Das ist das alte Comptoir-Gebäude, wo früher der Buchhalter saß und mit Ärmelschonern da hinter seinen riesigen Akten und die Aufzeichnungen machte. Da habe ich jetzt mein Büro. Das ist das Comptoir-Gebäude, wo also der kaufmännische Betrieb stattfand, während hier der Lager- und Kaufhausbetrieb stattfand. Das war säuberlich getrennt. Da waren die Leute mit Schlips und Kragen und da waren die Leute mit dem Ölzeug an, die dann bei Wind und Wetter arbeiten mussten. Hier siehst du übrigens, du siehst ja so einen Dachüberstand da, wie in so einem bayerischen Gebirgsbauernhaus. Das dient dazu, es ist natürlich erstmal ein konstruktiver Wetterschutz, aber es ist auch ein Schutz für die Arbeiter, dass sie auch bei Wind und Wetter im Trockenen die Ladung löschen konnten. Unsere Ladung löschen. Hinterm Haus ist der Kanal, den schauen wir uns noch an, wo wirklich diese Schiffe anlanden konnten. Jetzt gehen wir noch mal kurz hier ran, weil da hast du wunderbar ist eine Radierung oder Stich? Das ist Stich. Stich ausgegraben, den vergrößern lassen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, damit den Kameramann nicht umreißt. Und hier sehen Sie ein bisschen auch diese Szenen, wie man sich die Arbeit hier vorstellen musste. Ne? Also man kann hier auch ganz schön eigentlich sehen, dass früher der Backstein nicht das war, was man wollte im Beginn des bürgerlichen Zeitalters, sondern man wollte die feinen Schlösser imitieren und hat dann die Backsteinfront verputzt und hat sie weiß gekelkt und das sollte dann fein und teuer und nach Wohlstand aussehen. Und da sieht man hier die Harburger Kaufleute, wie sie verhandeln. Das ist Biedermeier, oder? Ja, das ist ausgehendes Biedermeier. Also ja, ist schon nach der Revolution. Und da sieht man dann den Kaufmann mit dem aus Hamburg mit dem Zylinder auf. Mit der Wampe, ne? Ja, das ist glaube ich eher der Wampe, der ist von hier so. Also das ist so ein bisschen so die Harburger Vogelverein da, wie sie heißen. Hier sehen wir ein paar Fässer mit Heringen vielleicht und dort sehen wir dann auch die typischen Hummel-Hummel-Transportkräfte, die im Hafen dann ihr Tagelohn verdienen. Dann hier Schiffsmasten von einem Schoner. Ja, und zwar konnten in den Kaufhauskanal bis zu 3 Master reingetreldet werden. Also an großen, dicken Seilen wurden dann die Schiffe reingezogen. Und was natürlich der Hammer ist, wir müssen mal diesen Leiterwagen anschauen. Das ist praktisch Holzbereifung, aber die Reifen sind halt so fett, weil das wirklich Lasten, so Lastenfuhrwerke gewesen sind. Ne? Auf jeden Fall. Also die wurden auch während der Fahrt, also während einer längeren Strecke, immer wieder geschmiert. Also während man heute einen Ölwechsel alle 30.000 Kilometer macht, musste da alle 3 Kilometer musste da gefettet werden hier und dann lief es wieder wie geschmiert. Ja, und wenn ich jetzt so hier stehe und mir den Bau anschaue, wann ist denn das saniert worden, das Gebäude? Wann war das gewesen? Also, ich muss da weiter ausholen. Das Gebäude stand 1827 noch nicht da, sondern stand 100 Meter weiter. Und 100 Meter weiter wurde dann die Bahnlinie nach Stade gebaut, wegen der Industrialisierung. Und dann hat man diesen Speicher wie einen Stabilbaukasten auseinandergesteckt und hatten dann 100 Meter weiter wieder zusammengesteckt. Und deshalb ist es keine Immobilie, also keine unbewegliche Sache, die da steht und wenn man sie weghaben will, muss man sie abreißen, sondern eine Mobilie, eine bewegliche Sache, denn man konnte Fachwerk wieder auseinanderstecken und wieder zusammenstecken. Aber wenn wir jetzt mal reingehen und uns die Balken anschauen, da sagst du sie anschließend, Damen und Herren, aber da sieht man, wie damals eben gebaut wurde und was für Werte auf Qualität gelegt wurde. Weil das Holz, das verbaut wurde, es war nicht irgendwie Holz, sondern es war ein Holz, das tragefertig oder Fähigkeit hatte, das stabil war und sich natürlich schon bewährt hatte. Gell? Und damals hat man einfach in längeren Zeiträumen gedacht. Ja. Das Holz durfte noch Zeit haben zu reifen, zu lagern. Jahrelang hat das dann gelegen, ist getrocknet und hatte dann auch die Qualität, die man braucht, damit auch das die Jahrhunderte übersteht. Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt im Speicher am Kaufhauskanal Hamburg-Harburg zusammen mit Henry Brinker. Vormals, jetzt passen Sie auf, Sie werden es nicht glauben, Chefredakteur von Radio Arabella in München. Und jetzt hat er es also geschafft, jetzt hat er sein eigenes Theater, sein eigenes Kulturinstitut, oder?
Theater hat man damals auch genug. Kultur war nicht so bei Radio Arabella, aber das holen wir jetzt. Ich weiß nur so gut wie du, damals schon Pressesprecher von die Philharmoniker warst, genau, ja, und dann immer versucht hast, da, wenn so ein neuer Chefgeiger war, das auch ein bisschen der Publik zu tun, gell? Und die Schanz, das ist dieser. Das ist, wie hat es das jetzt gesagt? Wann war das zum ersten Mal? 1827, aber dann ist es versetzt worden. Ja, 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 ja. 1880, also seit 1880 steht es hier. Dann haben die diese ganzen Balken auseinandergenommen, auseinanderbaut und haben es 100 Meter weiter Richtung Osten transportiert. Und das ist massivstes Holz, gell? Bing. Was ist das eigentlich für uns? Weiß man das? Das ist eine echte Schiffsglocke. Ja, und, wo Henry Brinker draufsteht. Da steht auch Henry Brinker drauf. Das steht da deshalb drauf, weil ich vor dem Marketingclub Hamburg einen Vortrag gehalten habe, wie man aus alten Speichern erfolgreiche Kulturlocations macht. Und jetzt kann man hier, wenn hier eine Hochzeit stattfindet zum Beispiel und das Buffet ist eröffnet, dann geht der Bräutigam hier hin und macht einmal. Und dann weiß man, wo der Hammer hängt, oder? Also machst du hier so ganz interessante, wir schauen es uns anschließend an. Oben ist nämlich Theater mit Bühne und hier unten, da werden dann feste Events gefeiert. Events, Firmenveranstaltungen, hier wurde gerade mit Jarek Dibaba der Azubi des Nordens gekürt. Also viele Firmenverbünde machen hier Veranstaltungen, viele Konzerne machen hier ihre Produktpräsentationen, Companies feiern Weihnachten oder ihr Sommerfest. Also bis zu 500 Leute können sich hier wohlfühlen. Die Hamburger Sparkasse hat hier ihr 175. Bestehen gefeiert. Also die Hamburger? Hier ist einiges los. Oder die Harburger? Nee, die Hamburger. Die Harburger auch. Die Harburger auch. Beide nicht. Die wollten natürlich, die eine wollte der andere nicht nachstehen. Aber es gibt Hamburg ist eine der größten in Deutschland, aber die Harburger Sparkasse ist auch nicht so klein. Ja, es ist halt so, dass wenn man hier sitzt, dann legt sich schon der Mantel der Geschichte so über die Schulter. Das kann man, wissen Sie, Damen und Herren, da spürt man das auch. Aber was ist denn das für Holz? Habt ihr das mal untersuchen lassen? Das ist Eiche. Und das ist Eiche, die vor 400 Jahren gepflanzt worden ist. Damals ließ man die Bäume länger wachsen als heute. Heute wird Eichenholz bewirtschaftet ab 100 Jahre, dann wird es eingeschlagen. Also diese sind älter und vor 400 Jahren sind die gepflanzt worden, sind dann geschlagen worden und sind dann erstmal abgelagert worden und sind dann als Bauholz für das Untergeschoss verwendet worden. Da war der 30-jährige Krieg gerade vorbei. Tatsächlich. Das musst du dir mal vorstellen. Tatsächlich. Da war Deutschland ziemlich kahl, auch abgeholzt gewesen, weil sie damals diese Krieger alles niedergebrannt haben. Dann haben sie wahrscheinlich damals diese Bäume neu aufforstend gepflanzt und die wurden jetzt dann hier verbaut. Genau. Das ist alles reingesteckt. Ja, klar. Da ist nichts irgendwie geschweißt. Doch Holznägel sind drin und da sind ein paar Binder dort, aber die sind nachträglich eingeführt worden. Genau. Ach, das wird nicht mehr erlaubt. Hier darf man nicht mal Nagel reinschlagen. Wir stehen ganz oben auf der Hamburger Denkmalschutzliste. Das ist natürlich auch eine große Verantwortung, weil wir dann Dinge machen können, die andere nicht machen können, aber wir dürfen auch manche Sachen nicht machen, die andere machen dürfen. Aber also, wir sind, dass wir überhaupt hier sowas veranstalten dürfen, dass wir hier überhaupt im historischen Zusammenhang Feste feiern dürfen, dafür sind wir schon sehr dankbar. Man hätte ja auch sagen können, nö, das wird jetzt musealen Zwecken zugeführt, aber dass wir hier... Aber wir müssen das finanzieren. Du musst mir überlegen, jeder Zweite von den Leuten, der nur ein bisschen Ahnung von kaufmännischem Denken und von Handwerk hat, der hat ja gesagt, sowas reißt am besten weg und baust das nein nach alten Plänen, gell? Ja. Wäre fast so weit gewesen und dann hat tatsächlich auch der Besitzer des Speichers, ist das Wagnis eingegangen, hier zu sagen, na, wir machen da eine Kulturlocation. Nur das Problem war, Kultur zu finanzieren ist nicht so ganz einfach. Und dann haben wir ein gemischtes Bewirtschaftungskonzept entwickelt. Das sieht so aus, dass wir unser Geld verdienen mit Events und privaten Feiern und Veranstaltungen und dass wir dann sozusagen die Möglichkeit haben, für kleines Geld Kulturveranstaltern eine Bühne, eine Plattform zu bieten. Und so haben wir jetzt aktuell nach Corona langsam wieder den Neustart geschafft, auch für Kulturveranstaltungen. Und eine der ersten ist jetzt ein Familienstück, Gretel und Hänsel, nach dem berühmten Märchen der Gebrüder Grimm, Hänsel und Gretel. Okay. Da gibt es ja auch die berühmte Märchenoper von Engelbert Humperdinck. Aber wir haben halt
Gretel und Hänsel, wunderbar gegendert, und das findet oben statt. Können wir uns nachher mal angucken, weil da finden heute die Stellproben statt. Super, machen wir. Aber jetzt möchte ich erst noch die Aufmerksamkeit auf diese große, schöne Bar lenken. Ja. Weil das ist natürlich schon ein Beispiel dafür, dass hier bei euch das Motto herrscht, nicht kleckern, sondern klotzen. Gell? Ja, also ich weiß nicht, ob du das weißt, im 16. Jahrhundert war Hamburg die Bierhauptstadt der Welt. Na. Nirgendwo wurde so viel Bier gebraut wie in Hamburg. Und jetzt nur Holsten knallt am dollsten. Ja, Holsten knallt am dollsten, aber inzwischen ist Holz ein bisschen abgeholzt. Das ist ja eine Bavaria-Brauerei. Ja, ja, genau. Das ist auch ein bisschen diese Anmutung, dass Bier bayerisch sein muss, ja, wenn es gut ist. Aber inzwischen ist es so, dass auch hier gutes Bier gebraut wird. Was sich am meisten vom Münchner Hell dadurch unterscheidet, dass es stärker gehopft ist. Wir haben also einen sehr herben Grundton. Man kennt ja auch Jever zum Beispiel, aber dieses Ratsherrnpilz, gehört inzwischen zu den sehr erfolgreichen privat in Hamburg gebrauten Bieren. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet, weil wir ein Bier von hier wollten. Aber wenn man an diese Kühlschränke hinschreitet und das Weißbier anschaut, haben wir ein Heimatsgefühl erworben. Ja, Weißbier gibt es tatsächlich in dieser Qualität meines Erachtens nur in Bayern. Und ich kann ja ruhig mal einen Namen nennen, wir haben Schneiderweiße. Mein Lieblingsweiß ist die Tab 1, das Helle von Schneiderweiße, wunderbar. Und dann fühle ich mich wie Gott in Bayern. Es ist ja nicht so stark, weil die Weißbierhefe normalerweise stärker oder mehr Alkohol produziert. Darum ist ein Weißbier normalerweise vom Alkohol immer ein bisschen stärker und haut mehr rein. Und dieses Tab 1 ist unter 5%. Deshalb kann man das einfach gegen Durst besser trinken. Habe ich auch schon gemerkt. Also verträgt sich besser, ist auch im Sommer gewünscht. Also mir gefällt es. Was habt ihr denn da gespannt, nachdem ihr angefangen habt? Hat es irgendwelche, weil man sagt doch immer, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist immer bei 50%. Hat das mit der Infrastruktur dann alles hingehauen, Heizung, Lüftung, Wasser und so weiter? Also ich hatte ja den großen Vorteil, dass ich einen Lehrauftrag an der Leuphana-Universität hatte für Kulturmarketing. Okay. Und ich war der erste Marketingdirektor der Elbphilharmonie. Ich habe also... Du hast das verkaufen müssen, echt? Ja. Das ist ein bisschen groß. Ja, und ich hatte auch dann natürlich zu tun mit den Dingen, die nicht liefen. Okay. Auch bei der Infrastruktur. Ich habe natürlich nicht dafür gesorgt, dass dort die Leitungen verlegt wurden, aber ich war einer der Leidtragenden. Und so ist es vielleicht auch so gewesen, dass ich mit einer sehr großen Gelassenheit und einiger Erfahrung hier rangehen konnte und selber dann zeigen konnte, wie es vielleicht geht. Und es hat funktioniert. Das Grundkonzept ist, den alten Bestand so zu lassen, wie es eben geht, und dann das, was neu hinzukommt, auch als neu sichtbar zu machen. So haben wir hier zum Beispiel eine hochmoderne Erko-Beleuchtung, und die kontrastiert natürlich zu dem alten Bestand, und da ist der Reiz des Speichers ganz alt und ganz neu, aber beides echt, und das passt zusammen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich gruselt es einfach bei dem Gedanken, dass die Bäume, aus denen diese Balken geschlagen worden sind, gleich nach dem 30-jährigen Krieg gepflanzt worden. Was das ist, da begreift man, warum es so wichtig ist, sowas zu erhalten, verstehst? Dass man es nicht einfach verhorzt oder irgendwelche anderen Geschichten daraus macht. Also das ist beeindruckend. Also hier, wenn Sie da vorne zum Fenster schauen, da dahinter, da können Sie jetzt kurz einen Blick drauf werfen, das ist dieser Kaufhauskanal. Machen wir eine kleine Pause wieder, Damen und Herren. Und dann gehen wir einen Stock höher, weil ich Ihnen gerne noch das Theater zeigen möchte, das direkt über uns ist. Bühne mit Bechsteinflügel. Ich kann lesen. Wie kriegt man Bechsteinflügel auf so eine Bühne rauf? Ja, also das habe ich mich auch gefragt, aber ich kannte es ja schon aus den vielen Konzertengagements, die ich hatte als Kulturmanager. Wir haben Lastenaufzüge, das ist Personal, ja, noch und nöcher da, und ja, wir haben Hubwagen, elektrisch. Und eine Raupe. Also eine Raupe, die fährt die Treppe hoch, wirklich wie ein Kettenfahrzeug, aber mit Gummiketten dann, und fährt dann den vertikal gestellten Flügel die Treppe hoch. Hat super funktioniert. Und Bechstein ist ja eine berühmte Firma. Viele große Musiker haben auf Bechstein gespielt, Wagner zum Beispiel. Und wir haben einen Bechsteinflügel hier. Und die Firma ist aus der Zeit
Ihre Gründung geht in die Zeit zurück, in der auch der Speicher gebaut wurde. Na, ist schon so alt? Bechstein? Ja, ja. Wo sind die her? Bechstein ist Berlin. Berlin. Heute kommt es an der tschechischen Grenze, in Sachsen werden die gebaut. Mhm. Aber das Schöne ist, wir haben einen Bechsteinflügel aus der Tradition des 19. Jahrhunderts, heute natürlich ein ganz moderner Flügel, aber in einem Gebäude aus der Romantik, wenn man so will, mit Musik. Womöglich aus der Romantik. Und so ist die Einheit von Instrument, Ort und Klangcharakteristik eins. Und das ist sehr gewollt, auch von Solisten, großen Pianisten. Naja, nur jeder, der jetzt mit Konzerten und Konzertbauten sich immer ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, was da Geld investiert wird, um solche Hallen in Klangkörper zu verwandeln. Ja. Du lachst. Ja. Wie ist es hier mit der Akustik? Das ist irgendwann immer gebaut worden, um hier Ballen und große Kautschuk-Quader zu lagern oder Säcke zu lagern. Da haben wir auf Akustik jetzt nicht so Wert gelegt. Ja. Ne? Aber guck mal nach oben. Wir haben eine Decke komplett rausgenommen, ja, und haben dann in den dann entstehenden Dimensionen den goldenen Schnitt. Wir haben also ein Verhältnis Länge, Breite, Höhe, das ideal ist für musikalische Aufführungspraxis. Echt? Und das haben wir festgestellt und dann auch getestet. Und der Erste, der hier gesagt hat, das will ich wissen, wie das hier wirklich klingt, war Justus Franz. Okay. Und der ist dann hier hingekommen, haben wir einen, damals war es ein Yamaha-Flügel, auch hier reinfahren lassen. Und Justus Franz hat gespielt und sagt, dieser Saal klingt fantastisch. Justus Franz klingt teuer. Kann man da hier so viele Leute reinpacken, ja, dass sich das finanziert? Justus Franz war damals eingeladen von einer großen Steuerberatungsfirma, die gleichzeitig auch seine Steuerberatungsfirma war. Und wahrscheinlich hatte er mit denen einen Deal gemacht, sodass wir ganz froh waren, so einen tollen Tester hier zu haben. Und das hat sich dann so ergeben. Ja. Ja. Inwieweit warst du überhaupt bei diesem Bau bzw. bei den Bauarbeiten schon eingebunden? Weil das hat ja doch immer einen Vorteil, wenn man dann später mal sowas betreiben soll, ja, dass man dann am Anfang schon ein bisschen mitreden kann. Das war ein Glücksfall, also dass ich auch vom Boden bis zur Bühnenausstattung mitreden konnte. Und so haben wir auch hier so ein kleines Wunschkonzert veranstalten können. Natürlich war ein Kostenrahmen vorgegeben, aber wir konnten bei essentiellen Sachen sagen, wir hätten es gern so. Ne? Zum Beispiel haben wir die Bühne hier in die Mitte des Raums verlegt, anstatt, wie das normalerweise angedacht war, genau an die Stirnseite des Giebels. Aber dann stell dir das vor, die hier gesessen hätten, wären viel zu weit weg gewesen. Ja, 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 ja. Und so haben wir jetzt, wir nennen das eine Arena-Bestuhlung, wenn die Stühle alle um die Bühne herumstehen und alle haben das Gefühl, sie sind ganz nah dran. Und weißt du, wo man es am besten merkt? Nee. Bei der Hochzeit. Weil dann fangen alle an zu weinen. Sonst weinen immer nur die, die in den ersten drei Reihen sitzen und die ganz vorne sitzen. Ja, macht ihr Trauungen hier auch? Ja, wir machen Trauungen und ich schwöre dir, jeder weint, sonst gibt es Geld zurück. Die Weintränengarantie. Stark. Aber so mit Bühnentechnik, ja, ihr habt Beleuchtung und Ton. Aber wenn jetzt Garderobe von nötig ist, dass man halt, was weiß ich jetzt, Kostüm wechselt oder sowas, sowas macht es nicht, oder? Doch, doch. Man kann auch da hinten rein. Da ist also die Besetzungscouch, steht da. Nein, es ist tatsächlich der Raum zum Umziehen, naja, und auch die Künstlergarderobe und auch die Künstlerwohnung, wenn wir also Künstler hier haben, wie Griebel oder so, die können hier auch übernachten. Und nutzen das auch. Und wir haben auch schon Künstlerresidenzen gehabt, die hier komponiert haben. Wir haben hier Solisten gehabt, die hier was einstudiert haben. Das ist und hier ist, wissen Sie, Damen und Herren, Sie dürfen nicht vergessen, Wohnbebauung gibt es in dem Sinn nur drüber vom Kanal. Hier rund um und um ist ja alles Institute, ja, genau. Firmen. Kannst es krachen lassen. Ja, kannst du richtig krachen lassen. Das ist schon toll. Und wie viele Leute bekommst du hier rein? Also höchstens 500. Zugelassen ist bis 400. Man kann sich dann noch Sondergenehmigungen holen beim Bezirk. Im Sommer zum Beispiel, wenn alles offen ist, ist natürlich die Feuergefahr geringer als im Winter, wenn alles dicht bei dicht ist und die Leute tatsächlich sich nur im Gebäude aufhalten. Jetzt ist Hänsel und Gretel angesagt. Ja. Gretel und Hänsel. Gretel und Hänsel. Ist das so ein bisschen konzertant oder ist das Theater? Nee, es ist ein Musical. Es ist ein extra für uns produziertes Musical, das hier
aufgeführt wird an verschiedenen Tagen für ein sehr breites Publikum. Es können also Schulklassen kommen, es können Kindergärten kommen, es können Familien kommen beim Familienprogramm. Aber es ist halt so, weißt, wenn man das so hört, was du sagst, mit der Zahl der Plätze korrespondierend, du müsstest doch auf der einen Seite schon ein bisschen so spezielleres Publikum ansprechen. Aber wenn ich an Harburg denke, ist es ja nicht Hamburg. Oder kommen die Leute bis aus Hamburg zu dir? Es kommt darauf an, was hier stattfindet. Also wenn Dorothee Oberlinger, eine berühmte Blockflötistin, kommt, dann kommen die Leute von überall her. Und wenn Künstler kommen, die man kennt, dann bewegen sich die Leute auch von jenseits der Elbe hin. Aber du hast recht, hier ist die Kultur in Harburg zu Hause für das Publikum, das hierher kommt. Ja. Und das ist eigentlich auch das Geheimnis von Kultur heute, wenn sie den Menschen erreichen will. Die Kultur muss zu den Menschen kommen. Es hat keinen Zweck, irgendwo zu sagen, hier Elbphilharmonie. Du musst oben drauf und jetzt schaut man, wie du hinkommst. Ja, genau. Nicht, man kommt dann dahin, guckt, ja, Elbphilharmonie, schön, wirklich toll, bin beeindruckt, auf Wiedersehen. Aber dass das tatsächlich auch zum Lebensmittel wird, wo man immer wieder hingeht und immer öfter hingeht und wo man ein Abonnement kauft und wo man sich mit anfreundet und wo man auch andere Leute mit hinschleppt, das muss schon dann auch eine gewisse Nähe zum Lebensraum sein. Ja, klar. Elbphilharmonie habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, das ist mehr so ein Besichtigungsort, wo die Leute hinkommen, um sich mal irgendeine Architektur anzuschauen, die ganz anders ist. Gell? Ja, ja. Also ich glaube, unser Intendant Lieben Seuter hat mal gesagt, also er hat seine größte Angst ist, dass die Leute nur noch zum Kaffee trinken auf die Plaza kommen. Ein bisschen ist es auch so gekommen. Ja. Wie oft würdest du hier was machen wollen, wenn du könntest? Also wir machen... Du kannst was stemmen, weißt, das ist ja ein Riesenaufwand da. Ja, wir machen hier ungefähr 30 Veranstaltungen pro Jahr, das ist schon relativ viel. Daneben haben wir dann noch 150 Veranstaltungen, die das Geld bringen, aber wir haben dadurch durch die anderen 150 Veranstaltungen die Möglichkeit, zu einem guten Kurs, Spektakel wie Gretel und Hänsel, hier eine Heimat zu geben und hier eine Bühne zu geben und hier zu sagen, komm, hier könnt ihr auftreten, ihr müsst doch nicht wie bei der Elbphilharmonie ein paar tausend Euro für einen Abend hinlegen. Was? Echt? Was kosten da Karten? Nein, ich meine, in der Elbphilharmonie, wenn du da als Künstler, als Ensemble die Bühne haben willst, dann musst du halt für den Saal 20.000 Euro zahlen, nicht? Oder für den kleinen Saal 5.000. Und bei uns, wenn man hier auftreten will als Künstler, dann können wir auch mal sagen, zwischen 500 und 2.000 Euro, je nach Aufwand, nicht zum Selbstkostenpreis. Du musst ja rechnen, Reinigung, Heizung, Sanitärservice, Technik, das muss alles finanziert werden und wir nehmen praktisch von den Künstlern hier nur die Selbstkosten. Braucht es noch jemanden zum Heben? Machen wir eine kleine Pause, dann helfen wir noch das Ding runterheben, okay? Wir müssen nee, können die allein? Aha. Okay, dann hebt es runter. Nicht, dass was kaputt geht. Meine, die brechen nämlich leicht aus. Unten sind geschraubt, die Füße, oder? Oh, jetzt pass auf, jetzt kommt der kritische Moment. 80.000 Euro. 80.000 Euro. 80.000 Euro. 80.000 Euro. Wusste ich gar nicht, dass das so. Und wie das quietscht, du. Da vorne darfst du nicht auslassen. Oh. Gehen wir nicht doch hier. Pass auf, jetzt nochmal. Jetzt ging es nach hinten. Der eine muss vorne stützen. Dann werden das 80.000 Euro. Ich habe gewusst, dass die Flügel so teuer sind. War der neu oder habt ihr einen Gebrauch gekauft? Nee, neu. Neu? Ja, ja. Da habt ihr richtig investiert. Da weißt du, was das Tolle hierin ist? Es schaut alles so gediegen aus. Verstehst du, wie das meint? Vorsicht, alles auf einmal. Ja, jawohl. Nächstes Mal beide Füße zur gleichen Zeit auf dem Boden und nicht zuerst den einen. Wir haben gefragt, wir wollten mithelfen, ihr wolltet es nicht. Glaube ich, in Hamburg habt ihr, glaube ich, 2G jetzt, oder wie ist es bei euch jetzt genau? Ja, genau. Also wir haben den G-Punkt voll getroffen mit 2G und glauben, dass wir es richtig gemacht haben, denn 2G enthebt uns auch aus der Pflicht, aufzupassen. Hast du auch deine Maske auf, wenn du zum Klo gehst und so. Also ich habe auch keinen Bock, Polizei zu sein. Wir haben hier eine sehr gute Hafenpolizei, dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber ich habe keine Lust, hier den Polizisten zu spielen und zu sagen, du hör mal zu, du hast hier beim Pieseln eine Maske nicht aufgehabt. Mag ich nicht.
Also muss praktisch, wenn hier jemand ins Theater geht bei dir oder Feste sind, grundsätzlich geimpft oder genesen sein? Ja, genau, geimpft oder genesen. Und hat das noch nie zu riesengroßen Aufständen bei Gästen oder... Ja, wir kriegen die nicht mit. Weißt du, da kommt dann Klinik XY und will sein großes Jahresfest machen und dann haben die den Ärger intern. Na, da kommen dann die Pfleger an, die sagen, nein, ich möchte hier nicht, mir nicht Gift in die Venen spritzen lassen. Das machen wir ja genug im Krankenhaus, das will ich jetzt nicht auch noch mit Corona. Und dann kriegen die intern halt den dicken Ärger. Aber wenn die dann hier ankommen, dann haben die das ja alles, diese Kämpfe hinter sich und dann kommen hier nur die Sauberen. Ja. Wobei es natürlich mir schon Angst macht, gell, wenn ich jetzt überlege, die letzten Zahlen vom Robert-Koch-Institut, selbst mit vorsichtigen Schätzungen, sind wir unter, immer noch unter 70% und wir kommen einfach nicht drüber. Aber man bräuchte 75, damit diese Herdenimmunität mal irgendwann greift. Gell? Also die sagen ja, Mensch, wir geben denen jetzt Geld, damit sie sich impfen lassen. Also das halte ich ja für den allergrößten Schwachsinn. Das Hauptproblem, Griebel, weißt du, was das Hauptproblem ist? Das Hauptproblem ist, dass es nichts kostet. Wenn es was kosten würde, dann würden die Leute sagen, will ich haben. Ja, ja. Aber wenn man sagt... Was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Ja, noch schlimmer, was nichts kostet, ist ein Dreck. Ne? Ja. Und hier kommt, du kriegst eine Spritze und es kostet dich nichts. Das ist wie die Hexe hier oben bei Gretel und Hänsel. Ne? Was sind in deinem Bekanntenkreis auch so Leute, die da ihrem Misstrauen Vorschub verleihen und sagen, nein, das mache ich nicht mit dem Impfen. Beim Augenblick ist es ja so, dass man doch ziemlich zügig gerade bei euch herum ja auch in diese Impfung reingetrieben wird, was ich nicht verkehrt finde. Ja, ich habe so Leute gehabt, also die habe ich jetzt nicht mehr. Das ist ja so, dass diese ganze Corona-Nummer auch Schneisen in den Freundeskreis geschlagen hat, in Familien. Ich höre heute, dass ganze Familienverbünde auseinandergetrieben worden sind durch unterschiedliche Einstellungen gegenüber Corona und Das spaltet die Gesellschaft. Das spaltet die Gesellschaft vor allen Dingen in diesen freiheitlichen westlichen Gesellschaften, wo die eigene Meinung und die persönliche Freiheit ein sehr hohes Gut ist. In China ist das ganz anders. Da wollen die Leute vor allen Dingen gesund bleiben und sie haben auch Gemeinsinn und wissen auch, wenn ich mich impfe, dann nutzt es vielleicht mir persönlich, aber es nutzt vor allen Dingen den Menschen um mich herum. Das ist bei uns so ein bisschen verloren gegangen. Dieser Gemeinsinn-Gedanke hinter dem Impfen. Man argumentiert zu sehr, lass dich impfen, damit du dir nicht Corona holst. Man müsste mehr argumentieren, lass dich impfen, dann schützt du deine Familie und die, die dir lieb sind. Ja, verstehe ich. Also verstehe ich. Also das merkt man in ganz anderen Bereichen ja auch schon, dass also die soziale Kompetenz deutlich am Abnehmen ist. Gell? Man muss vielleicht wissen, dass Henry Brinker zu den Menschen zählt, die den Konservativismus erfunden haben. Ich finde das toll. Ich bringe an der Lehre. Wie schätzen du jetzt so diese politischen Entwicklungen ein? Ich finde ja das so scharf, dass sich ja, du erinnerst dich an Helmut Schmidt, der ja auch Hamburger Bürgermeister gewesen ist, einer Partei vorstand, die ja deutlich links sich von ihm bewegt hat und er dürfte immer hinten rechts wieder so ein bisschen rauswinken. Ja. Das erinnert mich ja total an Olaf Scholz, der ist ja genau in einer kleinen Situation, oder? Ja, wir haben das schon. Also wir haben rechts blinken und links regieren, befürchten viele, nicht? Also bei Olaf Scholz, weil er ja im Hintergrund immer seine Partei hat, die er auch befrieden und befriedigen muss. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen unsicher, wie diese Partei sich nun verhält. Es gibt ja auch immer noch eine starke gewerkschaftliche Strömung, die wollen vor allen Dingen Jobs und gut bezahlte Jobs. Wie verträgt sich das mit dem ökologischen Wandel? Wie bringt man soziale Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich mit den Erfordernissen einer nachhaltigen Umweltwirtschaft in Übereinstimmung? Da wird es auch noch Kämpfe geben, glaube ich. Heute Morgen habe ich gerade den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck dazu im Radio gehört. Also man darf gespannt sein, wie sich das in konkrete Politik umsetzt. Das was hat der Habeck so erzählt? Was ist da deine Erinnerung? Ja, also der Habeck, der hat vor allen Dingen gesagt, dass es ihm darauf ankommt, die Leute zusammenzubringen. Also er sagte, wir wollen regieren. Okay. Also es ist eine unheimliche Sehnsucht danach, nach den Zeiten der harten Oppositionsbänke zu regieren. Und ich glaube, dieser Wille, in Deutschland zu regieren, der deckt dann auch einiges an
Konflikten zu, die unter der Decke noch schwelen. Ja, zum Beispiel der Schäuble hat ja ganz klug gesagt, ehemaliger Finanzminister, der hat gesagt, was ihr mit diesem Vertrag macht, seid nicht nur dümmer, ihr macht euch dann einen Knebel und seid während der ganzen Regierungszeit nur Erfüllungsgehilfe eurer Papiere, die ihr jetzt aushandelt. Da hat er auch völlig recht. Ne? Ja, man hat ja keine Freiheiten mehr. Nee. Vor allen Dingen, die Bedingungen ändern sich ja so rasend schnell, dass Politik beides sein muss. Politik muss Perspektiven anbieten, aber Politik muss auch reaktionsschnell sein und sich wandelnden Bedingungen anpassen. Und da hat der Robert Habeck zum Beispiel gesagt, wir können nicht alleine die Welt retten, aber wir können einen Beitrag dazu leisten. Und wenn wir zum Beispiel darauf schauen, dass es immer noch das Dieselprivileg bei Privatautos gibt, also wir zahlen ja auch nur 1,50 Euro, wenn wir Privatdiesel tanken, genauso wie die gewerblichen, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg, um da zu steuern. Und wenn es ein Dienstwagenprivileg gibt, das Leute belohnt, die alle 2 Jahre ihren Wagen durchtauschen, weiß man auch nicht, ob das so richtig ist. Also da wird es schon darauf ankommen, da einen Ausgleich zu schaffen. Ich bin ganz skeptisch wegen der aktuellen Weltwirtschaftssituation. Die werden halt bald keine seltenen Erden mehr herbringen, um irgendwelche Akkus für Elektroautos bauen können oder irgendwelche Steuerelemente, Chips und so weiter. Da wird es halt eine deutliche Verknappung geben. Und das wird dann eigentlich dazu führen, dass wir, ich weiß ja nicht wie, aber da ganz deutlich umdenken müssen. Und was jetzt den Scholz anbetrifft, weißt, der ist nicht umsonst meines Erachtens, hat der keine Ambitionen, Vorsitzender von dieser Partei zu werden. Ja? Man sagt doch eigentlich, wenn ich Chefposten habe in der Regierung, dann ist es immer sinnvoll, wenn ich auch Chef der Partei bin, die diese Regierung trägt. Ja, aber bei der SPD gibt es eine lange Geschichte der Vorsitzenden, die nicht Kanzler waren und der Kanzler, die nicht Vorsitzende waren. Also der SPD, bei der SPD war es immer so, dass die harten Entscheidungen vom Kanzler getroffen wurden und dann konnten sie sich bei Willy Brandt ausheulen zum Beispiel. Ne? Und dieses Mama und Papa... Ist der Wehner, oder? Unterm Brandt? Wehner war Fraktionsvorsitzender und dann, als er zurücktreten musste nach der Spionkrise mit Günter Guillaume, dann war Helmut Schmidt halt der neue Kanzler. Ne? Ja. Ja, SPD ist ja ganz eigene. Aber hättest du gedacht, dass die wieder so mal aus der, wie Phoenix aus der Asche steigen würden? Nee, habe ich die nicht. Die waren ja bei uns in Bayern fast unter 10%, gell? Ja, habe ich nicht mitgerechnet. Ich dachte auch, also das wird jetzt beerdigt und dann werden die letzten Stimmen von der SPD aufgeteilt zwischen FDP und Grünen und CDU. Aber ist dann doch anders gekommen. Nur jetzt sieht man auch schon wieder die Quoten bei CDU steigen wieder an und ich bin fest davon überzeugt, Röttgen wird das Rennen machen um die Nachfolge von Armin Laschet. Und für mich ist Röttgen der Mann der Zukunft. Merz ist ein Mann der Vergangenheit. Und manche sehen ja auch in dem Paderborner Mittelstandspolitiker Linnemann eine Alternative. Aber dem fehlt meiner Meinung nach die außenpolitische, oder wie man bei Konservativen sagt, die atlantische Perspektive. Ne? Aber Linnemann kenne ich jetzt nur... Den kenne ich eigentlich nur von diesen Sketchen da von Loriot. Da kommt ein Lindemann vor. Lindemann heißt der, glaube ich. Lindemann, ja. Ja, aber dieser Lindemann, der ist eigentlich so ein ganz... Röttgen ist mir immer aufgefallen, ja. Weil der hat ein Profil, der hat auch was Staatsmännisches an sich, weißt du? Ja, meine Frau findet den gut, weil er so gut aussieht. Das ärgert mich jetzt. Ne? Aber das ist dann sein Problem ist, wenn man jetzt sagen würde, der Röttgen sieht gut aus und der macht was her und den kannst du auch zu G20 schicken und dann, wenn er vorne im Bild steht, muss man sich nicht schämen, dass das unser Kanzler ist. Aber er hat auch ein paar Botschaften. Leider hat er die nicht genug ausgebildet. Also man könnte jetzt nicht sagen, wofür steht der Röttgen genau. Dass den Laschet in den Schatten gestellt hätte. Der Laschet, was? Der Laschet ist Landesvater. Der hätte es nie machen, wir haben ja schon drüber geredet, der hätte es nie machen dürfen, dass er gesagt hätte, er möchte Bundeskanzler werden. Nur weil es mit dem Merkel gut gehen hat, weißt du? Ja. Laschet hört sich immer so an wie Lusche, finde ich. Ne? Ja. Wenn der Söder vom Laschet gesprochen hat, hat er immer gesagt, weil er zeigen wollte, wie gut sie miteinander können, sagt er immer, der Armin. Das hat sich immer angehört wie der Arme. Und da weißt du schon, Das konnte nichts werden. Und jetzt hat er übrigens festgelegt, der Laschet, dass diejenigen, die kandidieren bei der CDU für den Vorsitz, unterschreiben müssen, dass danach, wie man in Bayern sagt, Ruhe ist. Danach ist Ruhe. Danach ist ja Ruhe.
Und nicht, ja, die müssen das unterschreiben und sagen, hier, jetzt, wenn es 51-49% ausgeht, Röttgen gegen Merz, dann muss der Merz unterschreiben, ich gehe bei Rohr. Pactas sunt servanda. Ja, genau. Das ist die juristische Grundtendenz bei den Menschen, oder? Verträge müssen gehalten werden und da kann man nur hoffen, dass sich auch wirklich alle dran halten dann. Aber die CDU hat eigentlich gar keine andere Chance, weil der Name CDU heißt ja Christlich-Demokratische Union. Ja, ja. Und Union heißt Einheit. Die Dortmunder Union-Brauerei waren die Vereinigten Brauereien. Und wenn man zusammen sein parteipolitisches Bier brauen will, dann sollte man das möglichst in einer Union tun, wo alle nach dem gleichen Rezept kochen und alle dann den gleichen Geschmack haben. Aber so wie es in der Vergangenheit war, geht es nicht weiter. Und das muss ich auch Söder hinter die Ohren schreiben. Muss ich leider sagen, ist mein alter Kollege, aber Markus. Ja, mit dem Söder mal ein Büro gehabt, beim Bayerischen Rundfunk. Oder auch beim BR, gell? Ja, ja, man, es gibt ja Leute, die versuchen jetzt immer den Abgang von Söder beizureden. Das siehst du aber du keine Chance, oder? Nö, also der Söder, der ist ja unheimlich beweglich. Das ist ja das, was ihm viele Kritiker vorwerfen, dass er so ein machtgeiler Anpasser ist. Aber das führt natürlich auch dazu, dass er ein politischer Überlebenskünstler ist. Auch Söder war schon oft totgesagt. Und auf Söder, bei Söder hat man schon gesagt, ja, ob der noch lange macht und so weiter. Und ich kann mich noch an die holprigen Anfänge seiner Amtszeit erinnern als Ministerpräsident. Er ist an seinen Aufgaben gewachsen. Und die Vergangenheit zeigt, der kommt immer wieder. Damen und Herren, das waren Worte aus dem hohen Norden. Ich bin immer froh, wenn ich also so ein bisschen mich aus dem Norden kommend in meiner Sicht der Dinge bestätigt sehe. Aber, mei, was müssten wir auch? Im Augenblick gibt es keine anderen Perspektiven. Ich bedanke mich ganz herzlich, mein lieber Henry, Damen und Herren. Ihnen wünsche ich, wenn Sie mal nach Harburg kommen, eine schöne Vorstellung im Speicher am Kaufhauskanal. Vielleicht haben Sie das Duseln, ist gerade was los. Ich habe ihm gerade empfohlen, dass man gleich findet, also so ein kleiner Leuchtturm vorne an die Einfahrt zur Straße bauen, ne? Leuchttürme sind die Verbindung zwischen dem Land und dem Meer. Der Griebel, der verspricht, ich gebe keine Ruhe. Also bis zum nächsten Mal wieder in München. Servus und für Gott.